Eine halbe Stunde bevor die Demonstration in Oldenburg losgehen soll, weiß der Sprecher von Fridays for Future, Lasse Maslonka, noch nicht, wie viele kommen werden. 500 Teilnehmende haben die Organisatoren angemeldet. Auf 1000 hoffen sie. Dabei waren es schon einmal viel mehr. Da die Kriege, dann Inflation, das sind natürlich alles Themen, die auch die Menschen beschäftigen. Das ist natürlich voll verständlich. Aber gleichzeitig darf natürlich immer nicht vergessen werden, dass eben diese Klimakrise auch mit all diesen Problemen zusammenhängt und auch all diese Probleme noch weiter verschärft. Weltweit fanden heute Demonstrationen statt. Allein in Deutschland in mehr als 100 Städten. In Göttingen kamen 800 Menschen zusammen. Der größte Klimaprotest in Niedersachsen fand mit 1000 Teilnehmern in Hannover statt. Gerade jetzt sei es wichtig, ein Zeichen zu setzen, so die Veranstalter. Der Rechtsruck schreitet voran, was sich auch an den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen bemerkbar macht. Und was wir vor allen Dingen sehen, sind Rückschritte in der Klimapolitik. In der heutigen Demonstration ist uns vor allen Dingen wichtig, Menschen aktiv zu machen. Wir wollen dazu motivieren, sich zu engagieren. Vielerorts geht es dieses Mal besonders um lokale Themen. Fridays for Future hofft, so mehr Leute mitzunehmen. In Oldenburg sprechen sie sich zum Beispiel gegen den Bau von neuen Straßen aus. Vielen geht es aber ums Globale. Eigentlich Präsenz zu zeigen, dass wir hier sind und es wichtig ist, dass wir fürs Klima einstehen. Ich finde es einfach wichtig, dass man trotz allem, was gerade abgeht, nochmal auch aufs Klima guckt und das Thema nicht aus den Augen verliert. Es ist ja gut, dass das losgetreten ist von jungen Leuten, aber wir Älteren sollten das ja schon auch mit unterstützen. Der 18-jährige Lasse Maslonka aus Oldenburg engagiert sich seit 4 Jahren bei Fridays for Future. Er hat schon bei deutlich größeren Demos mitgemacht. Trotzdem ist die heutige für ihn ein Erfolg. Es ist natürlich immer schön, wenn noch mehr Leute da sind, als man gerechnet hat. Aber am Ende sind unsere Erwartungen erfüllt worden. 500 Menschen waren es übrigens in Oldenburg. In ganz Niedersachsen mehrere Tausend.